Heute kochen wir eine super einfache und schnelle Champignon-Cremesuppe. Viel Spaß mit dem Video! Als erstes gebe ich Butter in einen Topf. Du kannst auch Öl nehmen. Dann kommt eine gewürfelte Zwiebel hinein und wird angeschwitzt. Dann gebe ich noch kleingeschnittenen Knoblauch dazu. Da kannst du so viel nehmen, wie du möchtest. Und kleingeschnittene Champignons. Dann wird alles schön umgerührt und angebraten, solange bis die Champignons zusammenschrumpfen. Und dann wird alles mit Pfeffer und Salz gewürzt. Dann habe ich noch ein wenig Muskatnusspulver hinzugegeben und habe ein bisschen Zitronensaft hineingepresst. Du kannst alternativ auch einen Schuss Weißwein nehmen. Die Suppe braucht aber auf jeden Fall ein bisschen Säure. Außerdem gebe ich noch Mehl dazu. Das bindet die Suppe so ein bisschen, dass sie später ein bisschen cremiger ist. Und wenn das Mehl gut eingerührt ist, dann gebe ich nach und nach einen Gemüsefond bzw. Gemüsebrühe dazu. Danach kommt dann der Deckel drauf und ich lasse die Suppe ca. 10 bis 15 Minuten köcheln. Und danach gebe ich Schmand oder alternativ auch saure Sahne oder Crème fraîche dazu. Dann noch ein bisschen Kochsahne. Und wenn das alles schön verrührt ist, wird die Suppe noch püriert. Dann gebe ich noch gehackte Petersilie mit in die Suppe. Ich habe hier tiefgefrorene verwendet. Natürlich kann man auch frische Petersilie verwenden. Dann schmecke ich die Suppe nur noch ab, ob vielleicht Salz fehlt, und würze nach. Und dann ist sie schon servierfertig. Am besten reicht man dazu Weißbrot. Du kannst aber auch so ganz leckere, knusprige Croutons drüber geben. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Falls ja, lass mir gerne ein Like da. Und ich hoffe, ich sehe dich bei meinem nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.